Und damit moin zusammen und herzlich willkommen erneut zu einer weiteren Folge von Let's Play Lego Flucht der Karibik. Und ja, ich würde mal sagen, vielleicht gibt es hier wieder ein paar Charaktere, die wir freikaufen können. Das kann sein. Also wir freischalten können. Ah, okay, was können wir hier machen? Stimmt. Okay. Wo sind wir denn hier? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Das ist hier alle von den Flaschenposten, die wir gesammelt haben, wie vermute ich jetzt zumindest mal. Ja, ich glaube schon. Und das jetzt vermute ich mal zu allen Filmen halt hier, also zu allen Teilen. Weil wir haben hier halt nur welche. Da ist das hier wahrscheinlich irgendwie Teil 1 und 2. Ja. Okay, interessant. Also Worldbuilding feiere ich ehrlich. Er ist echt geil. Warte mal, kannst du erinnern, ich bin mal Mr. Gibbs. Da kannst du irgendwas reparieren. Mal irgendwas anzünden. Okay, alles klar. Ah ja. 75.000, alles klar, wahrscheinlich. Wie sehe ich denn aus? Einen komischen Hut. Nee, Bruder. Für einen Hut. Für einen Hut. Ah, den kannst du kaufen. Warte. Mach den mal fertig, den Typen. Grapple. Grapple von Apple, Digga. Der wird gekauft. Grapple. Die Namen manchmal sehr wild. Oder Klopper. Klopper, Grapple, Junge. Kreativer geht's nicht, ne? Ja. 100.000, alles klar. Nee, Jack, tut mir leid. Nur für dich als Skelett, das bist du mir nicht wert. Aber gut, würde ich sagen, starten wir rein ins dritte Kapitel und damit das Geheimnis der Dutchman. Let's go. Bruder, wer bist du denn? Ah ja. Alter, da ist er. Der Davy. Hallo, Mr. Jones. Hallo. Tschüss. Kein Bock mehr auf dich. So, wie geht's wieder? Ich frag mich halt jetzt nur, wie ist Will da hingekommen? Ja, das weiß ich nicht. Oder jetzt irgendwie von Jack da zurückgelassen, oder wie? Ah, jetzt sind wir beim Davy auf dem Schiff. Ja. Ich glaube, du kannst hier irgendwie durch oder so. Nee, ich glaube hier irgendwie. Oder? Nee, okay. Ich meine, es gibt auch irgendwelche solche Passagen halt, wo das irgendwie halt nur für solche Leute, solche halt, die halt ja, so aussehen wie du, für die es halt nur so zugänglich ist. Ja. Ich kann hier das. Ja, das. Gut. Ja. Okay. Da brauche ich irgendwie einen Besen. Ah, den haben wir jetzt schon
rekrutiert. Hast du schon. Und noch zwei andere. Warte mal, hier ist irgendwie Laternen. Ja, ah, okay. Jetzt kannst du da, glaube ich, durch. War er durch? Ja. Ja. Ja, nimm mal die Laterne. Weil dann kann das Vieh hier irgendwie, das wird dann dadurch verdrängt. Soll ich wieder zurückkommen? Nee, nee, nimm, guck mal, da liegt eine Laterne. Hier ist eine. Ja. Weg. Kannst du das aufbauen? Ja. Ja. Also ich glaube, wir können auch irgendwie da hochgehen. Ja. So. Da kann man auch wieder irgendwas... Ah, okay. Okay. Da muss jetzt wieder irgendwen aufbauen. Ja, ich gehe da mal hin. Ja. Mann, haben die einfach den Wilkie zurückgelassen. Was für Ehrenlose. Reicht, reicht. Geht gar nicht. Ah, okay. Da kannst du jetzt wieder durch. Tschüss. Nein. Hallo. Wo bist du denn jetzt? Ach, ich glaube hier links irgendwie, ne? Ja, da. Ja, da bin ich. Ah, warte, ich brauche wieder eine Laterne. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich komme da sogar gar nicht hin. Oder doch? Okay, Alter. Lebe ich einfach mal direkt. Kannst du da noch irgendwas machen? Guck da. Kannst du ein paar Sachen zerstören. Nein, nee, da kannst du nichts machen. Nee, das nicht. Aber hier, dann kannst du auch zerstören. Das. Ja. Bau die mal hier auf. Ist der Typ. Jawohl. Das haben wir alle, ne? Ja, komm. Das waren alle. Okay, alles klar. Ah ja. Mann, Will. Geil. Sah gerade irgendwie leicht falsch aus. Ja. Kam mir schon so selten vor, solche Momente, ne? Paar Mal nur. Ja, ja. Sehr, sehr selten, ne? Ja. Ich glaube, das wird aber nicht das einzige Mal gewesen sein. Wenn ich nicht so haben, aber... Ich glaube, da erwarten wir ein paar sehr interessante Momente. Ja, wo man sich so denkt, muss das sein. Ja. Ich glaube, wir brauchen wieder eine Laterne für. Wer chillt hier sein Leben? Kann man da durch? Bring das. So, gleichzeitig müssen wir das machen. Was? Hier das mit dem Schwert. Aber hier muss man erstmal diesen Teil da finden. Ich glaub, wir brauchen erstmal eine Laterne irgendwie, um das hier halt hier irgendwie zu entfernen. Ja. Und hier halt auch. Junge! Ja, übertreib. Geh mal nach unten. Ah, okay. Na ja, gut. Ich glaube, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass wir dort irgendwas finden. Ja. Womit wir halt weiterkommen. Da kannst du wieder durch, ja. Okay. Was machst du denn jetzt? Keine Ahnung. Mach das. Mach das. Nimm mal die Laterne wieder mit. Weil da kommt man, glaube ich, auch irgendwas.
Ja, perfekt. Obwohl, nicht, hier ist auch eine. Ja. So, jetzt hab ich's. Ich glaube, da kommt man irgendwie eine Flaschenpost bekommen. Ja, das kann sein. Nein! Mann. Perfekt. Ich will doch nur diesen Kopf nehmen, Mann. Ich glaube, du musst die wieder. Ja. Ja. Perfekt, kill die Leute hier einfach. Nice. Und ich darf noch nicht. Nö. Dürfen die nicht. Gehen wir mal wieder hoch. Ja. Jawohl. Guck mal, ich glaube, hier oben können wir, kommen wir jetzt weiter. Ja. Warte, ich komme. Ist hier alles? Ja, ich glaube, das war's. Obwohl, nee, warte mal, ich muss mal was machen. Ach so, ja. Kette hier irgendwie lösen. Ah, gut. Jetzt sollten wir, glaube ich, weiterkommen. Ja, warte, ich glaube, ich muss das Teil da irgendwie. Stimmt, du musst hier kommen und dann. Ja. Jetzt eine drehen. Doch, schick das. Hallo. Schick das jetzt mal hier zur Seite. Jawohl. Okay. Warte mal, das habe ich hier gemacht, ne? Ja. Besen liegt hier wieder, perfekt. Wir müssen zu dem Typen hin. Zu welchem? Ja, zu Davy Jones. Mal wieder da durch? Ja, oder nee, ich glaube, wir wollen einfach gehen, oder? Ja. Die haben da alles gemacht. Aber hier einfach durch. Ah, okay. Ja, wo ist hier, Alter? Okay, okay. Nee, weiter kommen wir da nicht. Ich glaube, du musst hier irgendwie durch oder so. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Ah, okay. Ja. Kannst das Teil da irgendwie bedienen. Schon wieder ein Schwert da benutzen, ne? Oder? Ja. So. Okay, wo muss das hin? Dahin. Wie nutze ich jetzt das Teil? Aber was bringt uns das Lenkrad hier? Ich weiß nicht. Aber ist hier was? Jetzt haben wir zwei. Super. Und jetzt, aber kannst du das vielleicht irgendwie nehmen oder irgendwie mitnehmen? Also hier hin. Ja, warte. Perfekt. Beim Slide. Nee. Warte. Oder? Nee, geht nicht. Wie kommen wir denn weiter? Oder kannst du vielleicht da hinten noch irgendwas machen? Ah, warte mal. Okay. Okay. Ein bisschen verbuggt, aber. Ne, aber dass man es wegschieben musste, dann hätte ich jetzt nicht recht, ne? Okay. Na gut. Du musst nochmal drehen. Ah. Nochmal. Jetzt nochmal. Nein! Ach, Will! Mann! Ei, ei, ei.
Ja, jetzt. Jetzt kommen wir, glaube ich, auch hoch. Aber wirklich komplett. Gibt's hier noch irgendwie eine Laterne oder so? Warte mal. Hier lag noch eine rum. Okay, gut. Ja gut. Ja. Scheiße. Jetzt kommen die, Alter. Na gut. Komm mal drauf. Hallo. Hier. Guck mal. Okay. Noch jetzt. Ja, warte, ich glaube, hier muss einer und hier muss einer. Gehen wir aufs Blaue? Ne, wir müssen beide aufs Niederne, glaube ich. Ah, wir müssen das hier wieder damit zumachen. Ach so. Ja, jetzt hier. Da ist halt der Davy. Eine Banane, Alter, perfekt. Tschüss. Ja gut. Oh nein. Okay. Nice. Let's go. Das Geheimnis der Dutchman. Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Stiefelriemen Bill Turner. Okay, wild. Oh, los. 87. Schade. Ah Junge, dafür haben wir jetzt wieder ordentlich Cash gemacht im Vergleich zum letzten Part. Ja. Ich krieg immerhin auch eins. Weil irgendwie, also auch diesem Spiel kriegt man voll wenige Minikits, ne? Das hat man ja, safe 3, 4, 5 oder so bekommen, ne? Ja. Ah, gut, würde ich sagen, war's das erneut mit einer weiteren Folge von Let's Play Lego Flugzeug Karibik. Ich hoffe, euch hat's wie gewohnt erneut gefallen und ja, ich sagen, sehen wir uns morgen wie gewohnt dann auch wieder bei einer weiteren Folge wieder. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.